Also wir waren dann in Ebingen im Flüchtlingswohnheim. Das war auch sehr lustig. Da sind wir hingekommen und bekamen, da gab es immer 3 Zimmerwohnungen. Und dann hatte jede Familie hatte ein Zimmer und dann hatte man gemeinsam Bad und Küche. Ne? Und wir wollten Mittagessen und wir hatten weder Messer noch Gabel noch Teller noch sonst was. Da bin ich mit meinem Vater losgezogen in das nächste Konsum. Und wir haben Bestecke gekauft und haben Tassen gekauft. Und das fand ich irre. Das war für mich irgendwie wie so ein Anfang. Jetzt haben wir wieder Geschirr. Ne? Und ja, und da war ich dann, waren wir ein halbes Jahr oder noch nicht mal ein Vierteljahr. Und dann haben wir eine Wohnung bekommen in Albstadt in Meßstetten. Und haben dann da. Und als ich da hochkam nach Meßstetten, da bin ich schwer krank geworden. Ich habe eine, man sagte, Mundfäule damals gekriegt. Konnte nicht mehr essen, nicht mehr trinken. Ich hatte so einen Sohr im Mund und konnte nicht mehr sprechen, gar nichts. Ich habe nur im Bett gelegen. 4 Wochen lang und alle haben gedacht, ich sterbe. Das war praktisch diese Reaktion, denke ich, auf diese Krise. Ich war 4 Wochen richtig sterbenskrank. Und dann nach 4 Wochen habe ich mich wohl berappelt. Ich bin dann auch nicht künstlich ernährt, aber ich bin klapperdürr gewesen. Und habe dann, ja, das war im Winter. Und dann zum Frühling ging es mir dann wieder besser. Und dann ging ich dann in die Schule. Und da habe ich dann gestanden da vor der Schulklasse. Und da haben sie zu mir gesagt, ich schwätz doch mal Deutsch. Ne, das war so, und dann sollte ich mich zu einem setzen. Die wollten alle, wollte keiner, dass ich das Flüchtlingsmädle, ne? Ich war das Flüchtlingsmädle mit dem blonden Zöpf. Ist einfach so. Ne? Die hatten auch schon viele Flüchtlinge aus den Ostgebieten gekriegt, ne? Und so weiter. Und von daher waren die irgendwie so ein bisschen allergisch auf Flüchtlinge. Das ist wie heute mit den Asylanten, wo die Leute auch denken, oh Gott, die nehmen einem was weg oder wollen sich hier einnisten oder so. Ne? Also dieses Territorium behaupten, das ist ja immer bei den Menschen sehr stark. Und dass erstmal das Fremde so ein bisschen abgelehnt wird. Ne? Aber meine Eltern kriegten dann guten Kontakt auch in dem Dorf und ich auch. In der Schule war dann schön. Also, und der Lehrer, ich habe immer Lehrer gehabt, die mich sehr gefördert haben. Und der hat mir dann auch geholfen, hat gesagt, du gehst auch mit aufs Gymnasium. Und dann bin ich auch nach Hause und hab gesagt, der Herr Eppler hat gesagt, ich soll aufs Gymnasium. Und da kommt mein Vater, der kommt gar nicht in Frage. Wir nicht. Ne? Es geht nicht. Wir aufs Gymnasium. Und dann haben sie sich aber breitschlagen lassen. Erstmal kostete das, war das in der nächsten Stadt und das kostete Busgeld. Ne? Wir hatten ja nicht viel Geld. Und, aber dann haben sie sich breitschlagen lassen und dann bin ich zur Realschule gekommen. Nach Ebingen wieder, bin zur Realschule gegangen. Und da war es auch so, und da hat auch eine da Frau gesagt aus der Stadt, was, zur Realschule, das Flüchtlingsmädle auch? Und dann war es so, dann war ich die Einzige, muss ich ehrlich, bin ich heute noch stolz drauf, die keine mündliche Prüfung machen musste. Sondern ich habe schriftlich, war ich so gut, man musste ja damals noch diese Aufnahmeprüfung machen für die Realschule, war ich so gut, brauchte ich nicht. War richtig alles schon, alles 1 und 2 gehabt, brauchte keine mündliche. Da war ich die Einzige von den ganzen Schülern, die keine mündliche Prüfung mehr machen müsste. Und das haben sie alle nicht verstanden. Und dann hat jemand das meinem Vater gesagt. Er hat gesagt, ja, deine Tochter, die hat ja gleich bestanden. Der wollte das nicht glauben. Ja. Meine Eltern haben immer, die haben so Minderwertigkeitskomplexe gehabt oder haben sich, wie soll ich sagen, sich nicht so, die kamen hier, für die war das unheimlich schwer, wieder eine neue Identität aufzubauen und neu sich zu finden. Und sie waren ja auch nicht mehr so jung, ne? Und die haben sich selbst nicht mehr viel zugetraut und uns natürlich dann auch nicht. Ne? Und als Kind ist man ja anders. Ich war immer so eine so vorweg. Ne? Und das war dann schwierig manchmal, ja. Aber ich habe mich durchgesetzt. Ich hatte immer gute Lehrer. Ich habe dann auch in der Realschule eine sehr gute Klassenlehrerin gehabt,
die mich total gefördert hat. Die kam auch aus Ostpreußen und die wusste, was ich mitgemacht. Ich habe ihr das mal erzählt. Dann hat sie gesagt, ich habe im Krieg auch das mitgemacht. Und dann hat sie mir das, wie sie dann mit dem Dreck da gezogen sind und so. Und die hat mich richtig gefördert. Und da habe ich dann mein Feedback oder meine Bestätigung habe ich praktisch immer von außen gekriegt, nicht von meiner Familie. Aber meine Familie war das einzig Beständige. Und diese Ambivalenz, dieser Zwiespalt war immer schwierig in meinem Leben gewesen.